Also, hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Das Webinar ist Teil der Vortragsreihe Industrie 4.0 in der Normung bei der DKE. Es haben bereits drei Webinare hierzu stattgefunden in den letzten Wochen. Eins darüber, wie sich die Industrie digitalisiert, eins darüber, wie im Rahmen von Industrie 4.0 Standardisierungsthemen schnell in die Normung überführt werden können. Und eins zur neuen Normungsroadmap Industrie 4.0. Alle bisherigen Webinare, natürlich auch aus anderen Vortragsreihen, können Sie sich in unserer Webithek anschauen. Nach dem heutigen Vortrag findet das nächste Webinar der Reihe am 25.11.2015 zum Thema Digitalisierung, der Weg zur Industrie 4.0 von Dr. Harald Schöning statt, zu dem wir Sie natürlich auch herzlich einladen möchten. Das heutige Seminar hat den Titel Wenn die Gegenstände miteinander kooperieren, RAMI 4.0 Komponenten und baut auf die Einführungsveranstaltung von Professor Anderl vom 28.10.2015 auf und erläutert detaillierter das Referenzarchitekturmodell RAMI 4.0 und die Industrie 4.0 Komponenten. Dazu begrüße ich unseren heutigen Referenten zu dem Thema, Herrn Roland Heidel. Experte für das heutige Thema. Hallo Herr Heidel. Wir sind froh, dass wir Sie für das heutige Thema als Vortragenden gewinnen konnten. Ganz meinerseits. Vielen Dank. Herr Heidel ist Consultant. Er ist seit 2004 IEC Chairman im Normungsgremium TC65 Industrial Process Measurement and Control. Bis Herbst 2014 war er Sprecher der Industrie 4.0 Arbeitsgruppe 2, die beschäftigt sich mit Referenzarchitektur, Standardisierung und Normung. Bis Juli 2015 war er Sprecher des zugehörigen Spiegelgremiums des ZVEI. Und seit August 2015 ist er selbstständig mit seiner Firma Kommunikationslösungen EK. Ganz kurz zu mir. Ich bin heute Ihre Moderatorin im heutigen Webinar, das heißt, ich führe Sie durch die Veranstaltung und schaue, dass alles außenrum klappt. Ich bin seit 2014 bei der DKE im Bereich IT-Sicherheit unterwegs, betreue da ein Förderprojekt für IT-sicherheitskritische Infrastrukturen. Und bevor Herr Heidel mit dem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise für Sie. Sie sind während unseres Webinars stumm geschaltet, einfach weil wir Störgeräusche vermeiden wollen. Sie können aber natürlich trotzdem mit uns kommunizieren. Das wünschen wir sogar. Wir bieten das Ganze hier ja nicht umsonst live an. Und dafür können Sie unsere Fragen- und Antwortfunktion rechts in Ihrem Bildschirm nutzen. Hier können Sie Ihre Fragen direkt an uns richten. Ich werde die Fragen dann entweder unmittelbar, wenn Sie diese stellen, an Herrn Heidel weitergeben oder ich hebe die bis zum Schluss auf und stelle sie dann. Aber wir versuchen natürlich, dass wir alle Fragen heute beantworten und niemanden übersehen. Im Anschluss möchten wir noch gerne wissen, wie Ihnen das Webinar gefallen hat. Dazu wird automatisch in Ihrem Browserfenster eine kleine Zufriedenheitsumfrage gestartet, an der wir Sie bitten teilzunehmen. Denn wir möchten natürlich auch in Zukunft Mehrwerte bieten und die Webinare optimieren und sind daher sehr an Ihrer Meinung interessiert. Das heißt, alle Verbesserungsvorschläge können Sie da an uns richten. Der letzte organisatorische Punkt ist, dass wir Ihnen im Anschluss, ich habe es eingangs schon erwähnt, eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen möchten, die dann in unserer Webithek abrufbar ist. Sollten Sie also zum Beispiel Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, dann können Sie sich hinterher nochmal alles genauer ansehen. Und damit habe ich jetzt zunächst alles gesagt und übergebe jetzt an Sie, Herr Heidel, und freue mich auf ein spannendes Webinar. Ja, vielen Dank, Frau Hart. Fangen wir gleich mal mit der Frage an. Wir haben die ganze Zeit viele Artikel gelesen über IoT und Industrie 4.0 und in denen wird eigentlich immer wieder darüber sinniert, wie denn das nun ist, wenn die Dinge miteinander kommunizieren. Und ich habe deswegen den Titel ein bisschen anders gewählt, denn die Dinge kommunizieren ja nicht nur miteinander, sondern sie sollen ja kooperieren miteinander. Und damit das überhaupt möglich ist, müssen wir uns mit den Dingen selber näher beschäftigen. Und das vermisse ich gleich mal vorab in den bisher mir bekannten Veröffentlichungen fast komplett. Deswegen hier mal eine Sicht auf die Dinge
und nicht so sehr auf die Dinge, wie sie miteinander arbeiten, natürlich auch, aber das Ding selbst muss ja im Mittelpunkt stehen. Ja, wenn die Dinge, die Gegenstände miteinander kooperieren, wir werden zwei Teile machen. Einmal auf der einen Seite das Referenzarchitekturmodell Rami nochmal unter diesen Randbedingungen angucken und die I4.0-Komponente, mit der wir dann anfangen werden. Insgesamt wird also der ganze Vortrag so gegliedert sein, dass wir uns den Gegenstand in Industrie 4.0 mal anschauen, die Nutzung des Gegenstands im Kontext von Industrie 4.0 und dann noch ein paar Einzelaspekte. Der Gegenstand in Industrie 4.0. Im Internet der Dinge kommt das Ding, wie gesagt, nur im Kontext mit der Kommunikation vor. Es wird also Zeit, dass wir uns mit dem Ding an sich genauer beschäftigen. In Industrie 4.0 sprechen wir daher vom Gegenstand. Also wenn Sie den Begriff Gegenstand hören im Kontext von Industrie 4.0, ist ein ganz bestimmtes Modell, eine ganz bestimmte Methodik gemeint, die ich Ihnen jetzt im Nachfolgenden etwas genauer erläutern werde. Was ist ein Gegenstand im Industrie 4.0-Umfeld und wie stellt er sich datentechnisch dar? Schauen wir uns also mal die heutige Situation an. Das ist ein Bild, Quelle Siemens, über die Industrie 4.0-Vision, die schon einige Zeit, so etwa zweieinhalb Jahre, unterwegs ist. Da haben wir auf der einen Seite das Produkt, das gemacht werden muss, das hergestellt werden muss und bei dem viele Daten und relevant sind. Dann haben wir die Selbstorganisation. Selbstorganisation bedeutet, dass die Gegenstände sich selber in irgendeiner Form miteinander verständigen müssen und damit zu einer Kooperation oder gar Kollaboration kommen können. Es ist aber auch natürlich so, dass wir uns mit dem Network beschäftigen müssen. Ganz klar, ich meine, wenn die Dinge miteinander kooperieren, dann müssen sie natürlich auch miteinander vernetzt sein. Und wenn wir dann noch anschauen, dass die entsprechenden Fertigungsabläufe jeweils in Industrie 4.0 ziemlich selbst organisiert sein sollen, siehe hier oben, dann ist uns klar, die Gegenstände müssen miteinander kooperieren. Was passiert jetzt aber, wenn diese Gegenstände zusammenkommen und miteinander kooperieren wollen? Tja, es entsteht ein neuer Gegenstand. Ich habe das hier mal plakativ versucht darzustellen. Wir kennen alle unseren alten Karl Benz, der in Karlsruhe geboren ist. Er hatte die Idee, eine Kutsche mit einem Motor zu versehen und daraus ein Auto zu bauen. Das Auto eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Es ermöglicht die Möglichkeiten, die die beiden Teile getrennt voneinander niemals ermöglichen würden. Und damit ist klar, wenn wir solche Teile zusammenbringen, Gegenstände zusammenbringen, entsteht eben etwas Neues. Und nur mal zur Illustration, was die Use Cases angeht. Der Gottlieb Daimler hat damals gesagt, there will be not more than 5000 cars, because there will be not enough chauffeurs for the cars. Also nicht genügend Fahrer. So kann man das auch sehen. Oder der Henry Ford hat gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, dann hätten sie alle immer nur gesagt, wir brauchen schnellere Pferde. Wir haben hier bei Industrie 4.0 tatsächlich die Situation, dass beliebige Gegenstände im Grunde genommen miteinander kooperieren können. Nun gibt es natürlich sinnvolle und unsinnige Kombinationen. Und ich vermute mal, dass die Mehrzahl aller Kombinationen ziemlich unsinnig ist. Aber es wird eben einige sinnvolle und auch geschäftsträchtige Kooperationen geben. Und diese zu finden, wird eine Herausforderung in Industrie 4.0 sein. Schauen wir uns mal an, wie an anderer Stelle die Dinge zusammenkommen. Ich zeige Ihnen hier mal ein Produkt und eine Dokumentation, die beide Gegenstände sind, wie die sich in den letzten Jahren, sagen wir mal seit 1988, entwickelt haben. Da ist auf der einen Seite das Ding und auf der anderen Seite die Dokumentation, die heute noch viel mit PDF, aber immer mehr mit Digital Product Master Data gemacht wird. Und wir haben das Jahr 2015 und hier kommen in Form der I4.0-Komponente die Informationen des Dings und die Dokumentation über das Ding zusammen. Und wenn man sich das anguckt, kommt hier die I4.0-Komponente zum Vorschein, die nichts anderes darstellt, als dass das Ding plötzlich auch weiß, was es ist. Also die Dokumentation, die bisher immer separat und getrennt geführt wurde,
wird mit dem Ding vereint und damit entsteht selbstverständlich was Neues, denn das Ding selbst weiß nun, was es kann, was es ist und kann auch selbstständig tätig werden nach dem Motto, ich brauche hier an dieser Stelle ein Loch, bohr mir mal bitte ein Loch zum Beispiel. Und wenn wir das alles zusammen mal angucken, dann sind wir bei Industrie 4.0, Smart Manufacturing. Und ich habe bewusst hier die IEC-Folie gewählt. Das ist auch Stand in der IEC CC 65, dem, kann man sagen, internationalen Komitee für die Automatisierungstechnik. Nun, das ist ein Gegenstand im Sinn von Industrie 4.0. Grundsätzlich gilt, und diese Regel müssen wir uns schon ein bisschen genauer angucken, auch wenn es einige sind, dass ein Gegenstand eine objektiv vorhandene, abgegrenzte, identifizierbare Einheit ist. Ein Gegenstand kann virtueller oder physischer Natur sein, ist also nicht an seine physische Existenz gebunden. Das bedeutet, eben ein Gegenstand kann ein Gerät, ein Subsystem, eine Software, ein Plan, ein Lebewesen, eine Organisation, eine Idee, ein Service, ein Software, ein Archiv sein. Jedes Ding kann ein Gegenstand sein. Und wichtig, jeder Gegenstand hat einen Lebenslauf. Das heißt, er wird kreiert, er wird genutzt und er wird entsorgt. Jede Information über diesen Gegenstand hat einen Träger. Wenn wir eine Idee haben, dann ist der Träger unser Kopf, unser Gehirn. Wenn wir irgendwo eine Information haben, zum Beispiel über eine SPS, dann ist dort irgendwo ein Datensatz enthalten, auf dem gespeichert ist, was die SPS ist und was sie kann und dergleichen. Ein Gegenstand in der virtuellen Welt durch die Informationen seiner Verwaltungsschale ist beschrieben. Das heißt, die Verwaltungsschale ist eben der Teil, der den Gegenstand der IT zugänglich macht. Ein Gegenstand kann mehrere virtuelle, gemäß den Regeln von Industrie 4.0 spezifizierte Repräsentationen, also Verwaltungsschalen, für verschiedene Zwecke besitzen. Das heißt, ein Gegenstand muss nicht unbedingt nur eine Verwaltungsschale haben, er kann mehrere für verschiedene Zwecke haben. Wichtig ist an der Stelle nur, dass die Verwaltungsschale die Information untrennbar mit dem Gegenstand verbunden ist. Das ist eine Herausforderung für die Security selbstverständlich, aber es ist ein Muss, denn ansonsten könnte ja jemand zwischen das Ding und die Verwaltungsschale gehen und die Informationen der Verwaltungsschale möglicherweise ändern, indem er eine neue Verwaltungsschale kreiert. Durch die Kombination von Gegenständen entsteht ein neuer Gegenstand mit neuen Eigenschaften. Wir haben das schon gerade eben gehört. Ein Gegenstand ist in einem Prozess mittels Zeit, Ort und Zustand charakterisiert. Da kommen wir nochmal drauf. Und die Beschreibung der Eigenschaften eines Gegenstands erfolgt mittels eines Industrie 4.0 Vokabulars, das aus einer Sammlung von Begriffen besteht, die Merkmale genannt werden. Bei Merkmalen heißt es nicht, dass es nur immer statische Merkmale sein müssen, also Farbe, Größe, Gewicht und dergleichen, sondern auch Funktionen können Merkmale sein. Also ein ganzer Algorithmus kann auch ein Merkmal sein. Wie macht man einen Gegenstand der IT nun zugänglich? Wir haben schon gesagt, wir brauchen eine I4.0-Komponente. Diese I4.0-Komponente ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern eigentlich aus der IEC 62507 generiert worden. Im Jahr 2005 hat man diese Norm aufgelegt und dabei dort schon gesagt, wir haben ein physikalisches Objekt, wir haben entsprechende Daten, die dieses physikalische Objekt beschreiben und wir müssen natürlich dieses Objekt identifizieren und dementsprechend einen Identifier generieren. Dieses Grundprinzip ist bei I4.0 für die IP0-Komponente angewandt worden. So sieht sie aus. Die meisten von Ihnen haben vielleicht schon mal ein solches Bild gesehen. Wir haben den Gegenstand hier, wir haben die Verwaltungsschale und die Verwaltungsschale besteht mindestens aus drei Teilen, nämlich der Information in der Verwaltungsschale, einer Information, was in der Verwaltungsschale existiert in Form des Manifests, kann man sich so ähnlich vorstellen wie eine Registrie von Windows und den Ressource-Manager, der möglicherweise jetzt umbenannt wird in Component-Manager. Nichtsdestotrotz, er organisiert die gesamten Informationen hier in der Verwaltungsschale, ist also sozusagen ein kleines Betriebssystem.
Nun ist das alles nicht neu. Wir haben ja früher mit dem Gegenstand hantiert, gestern, heute haben wir die firmenspezifischen Komponenten. Warum? Weil wir alle inzwischen wahrscheinlich irgendwelche Daten, Metadaten haben, die zum Beispiel für Katalogzwecke verwendet werden. Dergleichen. Auch fürs Engineering wird oft schon heute Daten zur Verfügung gestellt. Diese Gegenstände, die mit diesen Daten verkauft werden oder weitergegeben werden, sind quasi die Grundlage für eine firmenspezifische Komponente, die dann in eine IC0-Komponente nur insofern überführt wird, dass aus dieser firmenspezifischen Sicht, die ja jeder getrennt hat und in der dann jeder getrennte Methodik verwendet, eine einheitliche Methodik verwendet wird. Das heißt, die IC0-Komponente ist, wenn Sie so wollen, von der Historik her betrachtet, eigentlich eine Harmonisierung von sehr vielen unterschiedlichen firmenspezifischen Komponenten, die heute schon existieren, mehr oder weniger umfangreich, je nachdem, für welche Zwecke sie gebraucht werden und welche Firma auch sich mit IT schon immer auseinandergesetzt hat. Die hat meistens ein bisschen mehr Daten oder andere Firmen, die sich noch eher nicht mit IT auseinandergesetzt haben, haben vielleicht weniger Daten. Aber dass sie Daten haben heutzutage, ist überall anzunehmen. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, wenn wir zwei Dinge miteinander kombinieren, dann entsteht auch was Neues. Und dieses Neue, hier als System Administration Shell, in Form von den zwei einzelnen Komponenten Shells bezeichnet, bedeutet nichts anderes, als dass diese Administration hier eben die Dinge zusammenfasst und dieses Neue, das dadurch entsteht, dass wir die beiden Dinge miteinander verknüpfen, beschreibt. Das heißt, hier ist quasi nur der IT-technische Teil aufgemalt. Die Dinge stören uns an der Stelle jetzt mal nicht, die sind weggelassen. Welche datentechnischen Eigenschaften muss nun ein Gegenstand in Industrie 4.0 besitzen? Da ist es nun so, dass sich in Industrie 4.0 ein Modell herauskristallisiert hat. Auf der einen Seite sagen wir, es gibt zum Beispiel Dinge, die kennen wir gar nicht. Oder es gibt Dinge, die können wir zwar identifizieren, müssen wir aber nicht unbedingt benennen. Oder es gibt Dinge, die eine ganz spezifische Eigenschaft haben, die wir für E4.0 brauchen. Und dann nennen wir das Entität. Eine Entität besteht immer aus dem sogenannten Typ und der Instanz, darüber werden wir dann nachher noch was hören, und natürlich auch bestimmten Kommunikationseigenschaften. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht kommunikationsfähig, eine Schraube zum Beispiel. Wenn die Schraube selbst keine Rolle spielt in Industrie 4.0, dann brauchen wir sie auch nicht berücksichtigen. Wenn sie eine Rolle spielt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat tatsächlich, wenn es eine große Schraube ist, zum Beispiel irgendwelche Codierungen aufgebracht oder ein RFID-Tag und dergleichen. Oder aber es gibt irgendwo einen Datensatz, der irgendwo in einer Datenbank gespeichert ist und der auf diese Schraube zeigt. Und wie gesagt, der Zeiger ist die Herausforderung für die Security. Es muss immer sichergestellt sein, dass der Datensatz mit dem Ding verbunden bleibt. Wenn wir also annehmen, wir hätten eine solche Schraube und einen Datensatz, dann müssen wir nur sicherstellen, dass wir auf diesen Datensatz zugreifen können. Wenn das Ding selber, zum Beispiel der SPS oder dergleichen mehr, eine Kommunikationsschnittstelle hat, dann ist es natürlich einfacher, weil dann können wir die Informationen direkt vom Ding beziehen. Müssen das aber nicht. Denn auch da gilt, es ist sehr wohl möglich, dass eine Information über die SPS irgendwo in der Datenbank hinterlegt ist, beispielsweise die Katalogdaten. Dann gibt es natürlich die Situation, dass wir eine virtuelle Repräsentation haben, indem wir nämlich die ganzen Merkmale und Funktionen hinterlegen. Das ist ein Teil der Verwaltungsschale und die Funktion selber, die auch in der Verwaltungsschale liegen kann, aber nicht. Wie wird nun der Gegenstand im Lauf seines Lebens genutzt und dabei von der IT begleitet? Das sind ganz wichtige Fragen. Denn ein Gegenstand, der von der IT begleitet werden soll, der muss ja sozusagen von der Wiege bis zur Bahre begleitet werden. Ansonsten haben wir Lücken im Internet der Dinge. Wir müssen uns also darüber sehr wohl Gedanken machen. Und das machen wir jetzt mal. Denn bis jetzt haben wir den Gegenstand eigentlich nur datentechnisch beschrieben. Aber wie wird er eben der Informationswelt zugänglich? Also welche Fähigkeiten und Funktionen besitzt er, die ich nutzen kann?
Diese Frage muss ich so beantworten, dass ich sie in der IT abbilde. Gibt es Vorschriften, wie der Gegenstand behandelt werden soll? In welchem Zustand ist er eigentlich? Wem ist der Gegenstand zugeordnet, beziehungsweise wem gehört er und wer nutzt ihn? Nun ist es so, dass wir heute natürlich in unseren Tools ja Gegenstände auch schon begleiten. Nur macht jeder anders und jeder macht gerade so viel, wie er unbedingt muss. Und es gibt keine Regel, wenn es um Erweiterungen geht, wie diese zu realisieren sind. Und was wir in Industrie 4.0 machen, ist nichts anderes, dass wir diese Industrie 4.0 Komponente so mit Informationen versehen, dass diese Fragen, die hier aufgezählt sind, in einer dem Rechner zugänglichen Form hinterlegt werden. Wird also der Gegenstand im Laufe seines Lebens genutzt und dabei von der IT begleitet? Diese Kernfrage lösen wir mit RAMI 4.0 in drei Dimensionen. Alle kennen das Bild wahrscheinlich schon. RAMI beschreibt, und das ist wichtig, einen beliebigen Gegenstand oder auch eine Kombination von Gegenständen. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Ich werde immer wieder gefragt, wofür haben wir das Referenzarchitekturmodell eigentlich? Genau dafür. Denn wenn wir Gegenstände beschreiben wollen und sie IT-technisch zugänglich machen wollen, dann müssen wir sie begleiten während ihres gesamten Lebens. Und das muss sich in der IT natürlich wiederfinden, also in der Informationswelt wiederfinden. Der I4.0-Gegenstand ist also durch drei Dimensionen charakterisiert. Das ist die Prozessdimension, also was passiert mit dem Ding, dem Gegenstand. Es ist die architekturielle Dimension, wie ist der Gegenstand strukturiert und wem gehört er, wem ist er zugeordnet, was müssen wir tun, damit wir klare Verhältnisse während der gesamten Lebenszeit dieses Gegenstands haben. Ja, da sehen Sie die entsprechenden Layer. Das ist nichts anderes als die Funktion der Layer. Denn architekturiell Dimension bedeutet nichts anderes, als dass wir die Struktur so gewählt haben, dass wir die wesentlichen Aspekte der Struktur eines Gegenstands in insgesamt 6 Layern abbilden können. Nehmen wir mal einen raus. Information Layer. Der Information Layer besteht aus den 3 Dimensionen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kreieren wir einen Aspekt, der genau den jeweiligen Zustand des Gegenstands zu einem jeweiligen Zeitpunkt wiedergibt. Na gut, da müssen wir zuerst mal natürlich hingehen und müssen uns die verschiedenen Informationen holen. Im Information Layer liegen also zum Beispiel Daten und die werden in Bezug gesetzt zu einem Zustand, zu einem Zeitpunkt. Denn zum Beispiel ist der Gegenstand jetzt in Nutzung, dann sind die Informationen im Information Layer für die Nutzung relevant. Wenn er gerade kreiert wird, wären die Informationen zur Kreation, zur Erzeugung des Gegenstands von Relevanz. Und wenn man nun auch noch den jeweiligen Gegenstand zuordnet, zum Beispiel hier dem Unternehmen, könnte natürlich auch eine Person sein, kann jemand Beliebiges sein, dann erzeugt man einen sogenannten Aspekt. Und es ist ganz wichtig, diesen Aspekt eben in allen Layern zu erzeugen, sodass man den Zustand beschreiben kann eines Gegenstands zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit den entsprechenden strukturellen Informationen und mit dem, der entweder Owner, also Besitzer dieses Gegenstands ist, oder Nutzer, je nachdem, welchen Einsatzzweck wir im Auge haben. So, und wenn wir das jetzt ausrollen auf die verschiedenen Layer, dann haben wir zum Beispiel Business-Parameter. Dazu gehören solche Aspekte wie Order oder rechtliche Rahmenbedingungen. Wir haben den Functional Layer mit seinen Funktionen. Wir haben zum Beispiel die Funktion Manufacturing Instructions, wenn es sich um eine Fertigungsanlage handelt. Wenn es sich um die Fertigungsanlage bezüglich der Informationen handelt, dann haben wir eben zum Beispiel die entsprechenden Fertigungsdaten. Beim Communication Layer geht es darum, die entsprechenden Informationen zu verteilen. Und beim Integration Layer geht es dazu, die Kombination
der jeweiligen Einzelkomponenten zu beschreiben, also eigentlich die Anlage in Form der Ressource. Denn schlicht und einfach der Gegenstand Anlage, Manufacturing Plan, hat ja eine Ressource, eine Infrastruktur und die muss auch irgendwo beschrieben sein. Und die Kombination dieser verschiedenen Komponenten, die dann eine Anlage zusammenbauen, ist im Integration Layer beschrieben. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch die reale Welt. Die reale Welt als Asset Layer, in der wirklich die Maschinen so stehen, wie sie in einer Fabrik eben installiert werden. Gut. Nachdem wir die reale Welt also dann auch noch abgebildet haben, übrigens eine Erweiterung dessen, was wir in Smart Grid in diesem ESCA-Modell für die Verteilung von elektrischer Energie gemacht haben. Ja, dann gucken wir uns mal an, wie sieht es also aus? Wir haben auf der einen Seite in der Information Ware den Business-Parameter, wir haben die Manufacturing Instructions hier, wir haben die Manufacturing Data, wir haben die Data Distribution, wir haben die virtuelle Beschreibung der Ressourcen und wir haben die reale Welt. Und Sie sehen auf der rechten Seite den Pfeil. Der Pfeil geht sowohl von oben, vom Business-Parameter bis zur Virtual Description. Hier haben wir die Information-Welt und unten im Asset-Layer die reale Welt. Gucken wir uns noch ein paar Einzelaspekte an. Denn es kommt wie immer auf die Perspektive. Wenn wir einen sogenannten Anlage, eine Manufacturing Automation Anlage, eine fertigungstechnische Anlage realisieren wollen, dann haben wir, gerade was den Integration Layer angeht, die Beschreibung aller Komponenten in Form einer I4.0 oder von vielen I4.0 Komponenten. Und diese virtuelle Beschreibung dient dazu, um in dem Integration Layer die gesamte Anlage zu beschreiben. Das heißt, es passiert nichts anderes, als dass wir diese Informationen in den Integration Layer integrieren. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, dass der Gegenstand Communication System, dann sieht der Communication System Gegenstand natürlich anders aus. Auch der Communication System Gegenstand hat natürlich eine I4.0 Komponente. Aber hier oben der Business Layer, in der Business Einheit, sind die Kosten und die Lizenzen wichtig. Es sind Protokollmaschinen funktional natürlich zu realisieren. Es sind die dazugehörigen Daten aufzunehmen. Wir haben Application Data Distribution, also wir müssen natürlich die Informationen zwischen den Protokollmaschinen auch hin und her schieben. Wir haben eine Kommunikationsinfrastruktur, die zum Beispiel aus Cables, Routers und Frequenzen und dergleichen besteht. Jede dieser Teile haben auch wieder I4.0 Komponenten und wir haben das reale Kommunikationssystem. Wir sehen also, das ganz Entscheidende ist, dass wir sagen, wenn wir Rami anwenden, welches Ding wir meinen. Meinen wir die fertigungstechnische Anlage oder meinen wir das Kommunikationssystem? Und natürlich werden die Kabel und Router und dergleichen als Infrastrukturteil im Integration Layer untergebracht. Kommen wir zum Typ und zur Instanz. Auch eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Wofür haben wir das eigentlich? Also, wir haben hier zunächst einmal die Idee, einen Gegenstand herzustellen. Das ist Typinformation. Denn der Gegenstand existiert ja noch gar nicht. Der Gegenstand ist zunächst mal nur als Idee, dann vielleicht als Plan da, ist dann im Design soweit fertiggestellt, dass man ihn fertigen kann. Und danach wird er Instanz. Denn in dem Moment, in dem er dann konkret gefertigt wird und genutzt werden kann, wird aus der Idee, also aus dem Typ, eine Instanz. Ein anderer Punkt ist öfter mal auch eine Frage. Ja, wenn wir uns das angucken, ein Gegenstand, der stellt etwas zur Nutzung zur Verfügung und andererseits wird er genutzt. Und dann sprechen wir vom Supply- und Demand-Konzept. Was ist das? Demand bedeutet von oben herunter, also vom Business-Parameter bis zur Data-Distribution, kommt ein Wunsch.
Ich möchte zum Beispiel ein Loch bohren. Und von unten hoch kommt die reale Welt mit der Virtual Description dieser realen Welt, also der Informationswelt. Und dort steht drin, ich habe eine Bohrmaschine und diese Bohrmaschine kann genau dieses Loch bohren. Gucken wir uns nochmal Type und Instance an, in der Reihenfolge. Wir haben ein Part, ein Teil, das Teil einer Maschine ist und die Maschine ist wieder Teil eines Factory, einer Anlage. Dann ist es so, wir haben das Teil mit seinem Typ. Ich habe eine Idee, ein Teil zu machen. Dann entwerfe ich das Teil. Dann mache ich einen fertigen Plan. Dann habe ich diesen Plan, gebe ich in die Fertigung. Und in der Fertigung wird dann ein Instance daraus. Gleichzeitig hat aber auch der Maschinenhersteller die Information über das Teil und plant seine Maschine. Wobei die Maschine auch wieder zunächst eine Idee ist, also ein Typ. Wenn dann das Teil gefertigt und in die Maschine integriert wird, dann wird aus der Maschinentyp eine Maschineninstanz. Und wenn nun die Maschinen alle miteinander in einer Fabrik integriert werden, dann konvertieren wir die Idee Fabrik in eine Instanz. Ja, Gegenstände werden also miteinander zusammenarbeiten und nicht nur kommunizieren. Und damit komme ich auch zum Ende. Denn Rami 4.0 sorgt für eine einheitliche Methodik zur Darstellung eines Gegenstands. Die I4.0-Komponente macht ihn in der Informationswelt verfügbar. Vielen Dank. Gut, vielen Dank, Herr Heidel, für das informative und aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, es hat Ihnen auch gefallen, liebe Zuhörer, und Sie können die erhaltenen Informationen weiterverwenden. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, die Sie direkt stellen möchten, es ist ein ziemlich komplexes Thema, das heißt, es kann natürlich auch sein, dass einige Fragen erst im Nachhinein aufkommen, dann können Sie die jetzt stellen. Wenn Sie noch im Nachgang Fragen haben, dann können Sie die an den Herrn Heidel direkt stellen. Herr Heidel, ich glaube, Sie haben noch eine Folie mit Ihren Kontaktdaten, oder bringe ich mir das gerade ein? Oder, genau, da sehen Sie es. Dann können Sie die an den Herrn Heidel direkt stellen oder Sie schicken die an uns, an dke-webinare.vde.com. Da können Sie auch sämtliche anderen Fragen hinstellen, wie zum Beispiel, wann kommt die Aufzeichnung oder ich konnte mich nicht einwählen, warum. Können Sie alle an uns schicken und was den Herrn Heidel betrifft, das leiten wir natürlich weiter. Das nächste Webinar, ich habe es eingangs schon erwähnt, das ist zum Thema Digitalisierung, der Weg zur Industrie 4.0. Das findet am 25.11. statt. Dazu möchten wir Sie auch herzlich einladen. Ich schaue jetzt noch mal schnell nach, ob es noch irgendwelche Fragen gibt seitens der Zuschauer. Das scheint mir aber momentan nicht der Fall zu sein. Wie gesagt, ich verweise noch mal an den Herrn Heidel für Nachgangsfragen. Und dann verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle und wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.